Hallo meine Lieben und willkommen zum großen Vollmond-Video. Und heute ab 22 Uhr läuft meine Vollmondzeremonie. Da kannst du noch für 39 Euro dabei sein. Name und Alter brauche ich in diesem Falle, beziehungsweise das Geburtsdatum. Und wenn du jemanden mitnehmen möchtest, dann natürlich auch das sehr, sehr, sehr gerne. So. Der heutige Vollmond steht natürlich im Zeichen Löwen. Das heißt, es kommt ganz viel Leichtigkeit hier wieder rein. Lebensfreude, Aktivität, ein gewisser Spieltrieb kommt wieder. Und gleichzeitig gewinnen wir an Freiheit in dieser Vollmondphase. Also das ist eine denkbar schöne Grundkonstellation, die einfach hier ist. Wir haben auch den sogenannten Ideengeber, den Uranus. Ganz toll stehen mit dem Jupiter zusammen, also fast in einem ganz exakten Sextil. Das heißt, wir werden jetzt vor Ideen sprühen und es werden Funken sprühen und es wird richtig, richtig, richtig toll werden. Ja? Also das finde ich schon mal eine ganz, ganz, ganz glückhafte Konstellation, die hier dabei ist. Wir haben auch noch Venus-Mars dabei, die bestimmend werden wollen, weil die in einem genauen Trigon auf das MC stehen, also auf die Bestimmung, auf die Ausführung. Also für Singles, für Paare, es beginnt jetzt eine wunderbare 14-tägige, tolle Phase, jemand kennenzulernen, in der Liebe wieder reaktivieren zu können. Ja? Und das sind also schon mal hervorragende Konstellationen und Planeten. Wie sich's auswirkt, also gerade heute Abend in der Zeremonie arbeite ich natürlich an der Liebe, sowohl für die Singles als auch für die Paare, das könnt ihr mir also auch gerne noch mit angeben und natürlich eben auch, dass ihr wieder in diese Leichtigkeit hineinfindet und hineinkommt. So, ihr seht, leider ist dieser Ausdruck in diesem Programm echt Horror, weil dieses Chart irgendwie nicht größer geht. Aber wir fangen mal an mit dem, mit den Widdern und Widderinnen sozusagen unter euch da draußen. Hier geht es darum, wieder ein bisschen die sozialen Kontakte aufleben zu lassen. Ja? Raus jetzt in dieser Vollmondphase aus der Komfortzone, Veranstaltungen, wenn es geht, besuchen, Dinge zu unternehmen, Unternehmungen zu starten, sich vielleicht auch einer Gruppe anzuschließen oder vielleicht hast du auch schon überlegt oder selber überlegt, etwas im Bereich vielleicht der sozialen Medien zu machen oder da ein Projekt zu starten und dann ist jetzt diese Vollmondphase genau das Richtige für euch, ja? Die Stiere hingegen, die formen etwas Neues in ihrem beruflichen Umfeld. Hier geht es auch jetzt in dieser Vollmondphase um eine gewisse Sicherung, Absicherung auch, ja, vernünftige Investitionen vielleicht auch zu tätigen, aber auch so aus diesem alten Trott herauszukommen und endlich das zu leben, was dein eigenes Potenzial ist. Und da kann ich sagen, Potenzialanalyse bei mir, viel gefragte Beratung, liebe Stiere, vielleicht nutzt ihr die Vollmondphase jetzt genau dafür. Liebe Zwillinge, bei euch geht es um das Lernen jetzt, etwas dazu zu lernen, ja, den Horizont zu erweitern oder auch in dieser Vollmondphase, und da fällt ja auch der Karneval mit rein, vielleicht sind ja auch Karnevalisten unter euch, dann wirklich, liebe Zwillinge, kleine Reisen, Ausflüge, kleine Trips sind jetzt besonders, besonders, besonders günstig. Die Krebse, natürlich immer vom Mond sehr getrieben, ja, der letzte Vollmond war ja auch im Krebs gewesen. Hier ist es so, zum einen das Thema loslassen, lasst das los, was euch nicht gut tut. Seien es auch negative Gedanken, das Mindset vielleicht etwas auch verändern, ja, und sich wirklich mit den Aufstiegsthemen und der eigenen Spiritualität zu beschäftigen. Das ist euer Thema jetzt in dieser Mondphase. Die Löwen, die haben es ganz auf das Thema Partnerschaft abgesehen. Hier entstehen wieder Kontakte, hier können neue Kontakte gerade für die Löwegeborenen entstehen. Und natürlich aber auch an alten Beziehungsmustern kann sehr gut gearbeitet werden oder auch karmische Prozesse lösen sich zum Positiven in dieser Phase auf. Die Jungfrauen.
Bei Ihnen geht es, da hier jetzt die Sonne des Vollmonds sozusagen im eigenen Haus auch steht, ja, respektive um die klassischen Jungfrau-Themen. Ordnung schaffen, Struktur hineinbringen, Wohlbefinden, Gesundheit, Wellness in den Vordergrund zu rücken, ist eine sehr gute Phase für alle Jungfrauen, die jetzt vielleicht nochmal eine kleine Frühjahrsdiät sozusagen beginnen wollen, ist das natürlich jetzt hervorragend und der beste Zeitpunkt dafür. Die Waagen, die haben einen enormen Lust- und Spieltrieb. Die bekommen jetzt richtig Lust, den Kribbels in den Fingern. Die wollen vielleicht auch ein bisschen mehr Erotik wieder reinbringen. Und das gelingt in Waagen sehr, sehr, sehr gut. Also hier geht es auch ganz steil nach oben. Die Skorpione, die sollten die Phase nutzen, um auszumisten, auch nochmal vielleicht sich mit dem Thema Ahnenarbeit beschäftigen, denn das wäre hier ein ganz guter Vorschlag der Gestirne, das zu machen. Vielleicht auch sich nochmal mit dem ein oder anderen familiären Problem auseinanderzusetzen und da eben auch nach einem Lösungsansatz entsprechend zu suchen. Dann haben wir die Schützen. Und die Schützen, die lernen jetzt wirklich neue Leute kennen. Die können auch nochmal alte, eingeschlafene Freundschaften sehr gut reaktivieren, ja. Und vor allen Dingen stehen hier Verhandlungen an. Verhandlungen, vielleicht auch Vertragsverhandlungen oder ähnliches, vielleicht auch Käufe, kann es also auch sein, vielleicht Anschaffungen, die hier getätigt werden. Also die sind richtig busy unterwegs in den kommenden 14 Tagen. Währenddessen die Steinböcke wirklich in den Punkt nochmal gehen, Investmentplanung, finanzielle Jahresplanung machen, auch nochmal so das Überprüfen von Versicherungen oder ähnlichem. Vielleicht muss man da auch was kündigen oder was ausmisten oder hat auch was doppelt. Das ist zum Beispiel mir vor kurzem tatsächlich so gegangen. Ja. Hier geht es ganz klar um das Thema Sicherheit und bei den Steinböcken kommt in dieser Vollmondphase das Thema Ernährung auch nochmal ganz verstärkt in den Vordergrund. Die Wassermänner, die, na, ich möchte jetzt nicht sagen, sind auf dem Ego-Trip, aber die sollten jetzt genau das machen, was ihnen gut tut. Die glänzen und brillieren im Prinzip in jeder auch noch so schwierigen Situation die kommenden 14 Tage und rücken sich selbst in ein sehr positives und gutes Licht hinein. Und ja, typisch Wassermann eben, sie sind gern Mittelpunkt und können das natürlich auch hier in dieser Phase sehr gut sein. Die Fischlein unter euch da draußen, bei denen geht es nochmal erstmal im Moment einen Schritt zurück, der innere Rückzug, Entdeckung auch, was wirklich so die Themen sind, mit denen man in Neutralität geht. Also auch hier nochmal das Thema Aufstieg, Weiterkommen und Selbstliebe rückt in den Vordergrund. Und gleichzeitig möchten sie aber auch aus ihrem kleinen Häuschen ein bisschen ausbrechen und haben hier auch richtig tolle Begegnungschancen in dieser Vollmondphase. So, das sind erstmal alle Zeichen im Überblick und jetzt schauen wir mal rein und zwar würde ich sagen, wir fragen einfach auch mal die Karten, wie schaut es für das Thema Liebe einfach aus, ja, also hier sind viele Sehnsüchte da nach Partner, nach Partnerschaften und hier kommen aber auch Begegnungen und neue Begegnungen rein. Wichtig ist, wir sollten es nicht zu kompliziert halten. Also, es geht hier durchaus voran, aber verkompliziert es nicht. Ja? Versucht es einfach zu halten. Gerade wenn ihr Frauen seid, haltet es den Männern gegenüber einfach, wirklich einfach. Sie sind nicht so komplex im Denken. Ja? Was sind Ängste und Unsicherheiten in dieser Phase? Du gewinnst nur an Sicherheit und Stabilität. Schneller als du denkst, kannst du jetzt natürlich hier Veränderungen herbeiführen, ja. So, und dann nochmal das Thema Romantik, Dates und mehr ist einfach ein ganz großes Thema nochmal mit diesem Vollmond jetzt in der verbundenen, also in dieser Vollmondphase drin, Leichtigkeit reinzubringen. Stelle dich deinen eigenen Blockaden, gehe vielleicht auch mal einen kleineren, unbequemen Weg und du erlangst hier ganz große Sicherheit, Halt und Stabilität. Und ich freue mich, wenn du heute im Live dabei bist oder noch bei der Zeremonie. Mucho, mucho amor.